Servus Leute, was geht? Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur Liverpool-Karriere. Ihr seht es schon im Hintergrund, wir sind zu Gast beim FC Arsenal. Wir gehen als Tabellenführer in dieses Duell und der FC Arsenal als Tabellenzweiter. Also man kann hier wirklich absolut nur von einem Spitzenspiel reden. Mit einem Sieg würden wir natürlich unsere Tabellenführung festigen und wir hatten hier auch die erste Chance. 18. Minute, Thiago Alcantara trifft aber leider nur die Latte. Im ersten Durchgang waren wir auf jeden Fall die überlegene Mannschaft, Fabinho wieder auf Thiago, der dann auf Andy Robertson und der nochmal zurück zum Spanier. Diesmal macht er ihn dann also rein, Thiago Alcantara bringt uns hier in Führung. In der Halbzeitpause hat dann Mikel Arteta aber wahrscheinlich die richtigen Worte gefunden, denn seine Mannschaft kam deutlich besser aus der Kabine. Das ist Duvan Zapata und der dann zu Bukayo Saka. Das 1:1, der Ausgleichstreffer für Arsenal. Und die Gunners waren jetzt auch wirklich hier die bessere Mannschaft. Martin Ødegaard wieder auf Saka und der weiter zu Thomas Partey. Diesmal bekommt Alisson aber noch seine Finger an den Ball. Von uns war im zweiten Durchgang wenig zu sehen, 10 Minuten vor dem Ende kamen wir aber nochmal Andy Robertson auf Luis Diaz. Das war hier nochmal die Riesenchance in Führung zu gehen, aber der Kolumbianer lässt sie eben liegen und dann kamen nochmal die Gastgeber, das ist Gabriel Martinelli und der legt hier auf Duvan Zapata zurück. Arsenal dreht hier das Spiel, Zapata bringt die Gunners in Führung. Das geht zugegebenermaßen aber auch viel zu einfach, ist da komplett frei. Steven Gerrard ärgert sich da auch vollkommen zurecht, denn er weiß, das war der Siegtreffer für Arsenal. Wir verlieren also das Spitzenspiel und wir verlieren damit vor allem auch die Tabellenführung, liegen jetzt sogar nur noch auf dem 4. Tabellenplatz, haben aber auch nur einen Punkt Rückstand auf Manchester United. Als nächstes ging es dann in der Champions League weiter. Am zweiten Spieltag der Gruppenphase haben wir zu Hause Neapel empfangen. Die Italiener sind wahrscheinlich schon der schwerste Gegner in unserer Gruppe, dementsprechend waren wir natürlich gewarnt. Und Neapel hat dann hier auch den besseren Start erwischt, das ist Quaradonna, wie man ihn so schön nennt, mit der ersten Chance. Nach einer halben Stunde kamen wir dann auch besser rein in die Partie, Thiago Alcantara ebenfalls mit der ersten Gelegenheit für uns. Insgesamt war das aber auf jeden Fall eine relativ schwache Partie. Es gab wenig Torchancen, nach einer knappen Stunde nochmal Mo Salah auf Jordan Henderson. Der probiert's hier sehenswert, aber ist dann eben ohne Erfolg im Abschluss. Und dann waren hier auch nur noch knapp 14 Minuten zu spielen. Nochmal Thiago Jota auf Mohamed Salah und der macht hier dann doch noch den Führungstreffer. Der Egyptian King mit dem 1:0 für Liverpool. Und das war hier dann auch der Endstand. Wir gewinnen also das erste Spiel in der Champions League Saison und liegen jetzt nach 2 Spielen mit 4 Punkten auf dem ersten Platz in unserer Gruppe. Selbstverständlich wollten wir dann auch den Schwung aus der Champions League mit in die Liga nehmen. Zu Hause an der Anfield Road haben wir im nächsten Premier League Spiel Brighton and Hove Albion empfangen. Bei den Gästen spielte im Sturm unter anderem Anthony Martial, der ist von Manchester United nach Brighton gewechselt, hatte hier auch direkt die erste Chance, scheitert aber an Alisson, aber der Ball ist trotzdem im Tor. Brighton jubelt, Martial jubelt, aber es war eben nicht sein Treffer, sondern es war ein Eigentor von Joel Matip. Es ist einfach nicht seine Saison, bereits 2 rote Karten kassiert, jetzt auch noch ein Eigentor. Es läuft einfach nicht beim Bruder von der Ingolstadt-Legende Marvin Matip. Und es läuft auch nicht bei uns in der Chancenverwertung. Erst Diaz mit der Riesengelegenheit und dann auch noch Luis Suarez freistehend an den Pfosten. Und so sind wir jetzt hier tatsächlich mit einem Rückstand in die Pause gegangen. Nach dem Seitenwechsel hatte dann Gelson Martins die nächste Chance für uns. Es sollte einfach nicht sein, der Ball wollte nicht rein. Wir haben aber nicht aufgegeben und wurden dann doch noch belohnt. 73. Minute, Luis Suarez, wer auch sonst mit dem Ausgleichstreffer. Ein Unentschieden war aber nicht genug für uns, das war klar, wir haben weiter hier auf den Sieg gedrängt und sind dann auch in Führung gegangen. Nur wenige Minuten später nach dem Ausgleich Mohamed Salah mit dem Führungstreffer. Wir haben das Spiel also gedreht, aber auf einmal wurde Brighton wieder aktiver. Das ist Chavez auf Martial, der zu Cole will, Alisson kann parieren, aber Cole will drückt dann den Abpraller über die Linie. Brighton macht hier in der 90. Minute den Ausgleichstreffer. Die ganze Aufholjagd war also doch umsonst. Wobei man natürlich sagen muss, das Spiel war hier noch nicht zu Ende, es waren noch ein paar Sekunden auf der Uhr.
Das ist Mohamed Salah auf Darwin Núñez und der mit einem super Pass zurück auf Mohamed Salah und der macht hier tatsächlich nochmal den Treffer. Was ist das denn für eine irre Schlussphase? Erst macht Brighton hier den Ausgleich in der 90. Minute und dann kommen wir trotzdem nochmal zurück und gewinnen das Ding am Ende. Ein irres Ding hier von Mohamed Salah, der hier natürlich mit 2 Toren zum Matchwinner wird. Und nicht nur das, natürlich ist der Junge auch der Mann der Episode. Erst den Siegtreffer gegen Neapel gemacht, dann 2 Tore gegen Brighton. Erst den Führungstreffer und dann noch den Siegtreffer in der Nachspielzeit. Der Junge ist endlich in dieser Saison angekommen. Und mit seinen Toren hat er uns auch hier zurück auf den 2. Tabellenplatz geschossen. Wir liegen 1 Punkt jetzt noch hinter Newcastle United. Und das soll es dann auch mit dieser Folge gewesen sein. Beim nächsten Mal starten wir dann mit einem Heimspiel gegen Crystal Palace. Und wir wollen natürlich versuchen, wieder Tabellenführer zu werden. Wenn euch das Ganze heute gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.